Und heute eine ganz grosse Ehre. Wir sind beim Akademischen Orchester Basel und bei mir ist der Ivan. Ivan, um was geht es heute? Und das ist auch der Titel, der hier auf dem Flyer steht, ta-ta-ta-ta. Aber nicht nur die fünfte von Beethoven, die berühmt ist, sondern noch ganz andere Sachen. Ivan, erzähl, was dürfen wir alles Fans hören in diesem Konzert? Richard Strauss' erste Hornkonzert mit Johannes Otter, ganz guter und ganz berühmter Hornist aus Raum Basel, wo jetzt im Hannover Solo ist. Und nachher die erste Orchesterstück von Bruckner. Und das ist eigentlich etwas Spezielles, weil der Bruckner hat bis dahin ja nie Orchestermusik geschrieben, oder? Das ist ganz speziell, weil er erst mit 40 eigentlich hat angefangen Orchestermusik zu schreiben und irgendwann ist er einer der grössten Symphoniker geworden. Und auch das Hornkonzert ist etwas Spezielles. Jetzt weiss ich nicht, Johannes, komm, renn mal schnell hier rüber. Hornkonzert vom Strauss und ein Solist hier aus der Region. Ja, das verspricht einfach viel. Es ist ganz, ganz schöne Musik. Es ist auch erst mit 19 hat er das geschrieben und so ein Jugendwerk passt wunderbar im Programm. Und jetzt haben wir also einen Allesheimer hier. Johannes, bist du überhaupt noch hier in der Region oder hat es dich als Musiker bereits in die fernen Länder gezogen? Sowohl als auch. Also ich bin immer sehr gerne daheim bei meinen Eltern, das ist das Allesheim. Und fahre dann immer so schön über den Domplatz. Das ist wirklich ein sehr schönes Heimkommen. Ich habe vor vielen Jahren mal in Rheinach gespielt, auch schon, wie das Jahr auch wieder mit diesem Orchester hier. Und sonst bin ich jetzt in der Welt daheim in Hannover. Jetzt erzähl mir noch etwas zum Hornkonzert. Das ist wirklich eins der Speziellen. Ich glaube, jeder Hornist muss das drauf haben, um überhaupt weiterzugehen. Was macht das Konzert so speziell? Geht das so fulminant ab? Es geht total fulminant ab. Ja. Es geht ein Akkord vom Orchester und dann gibt es gerade das Hornsignal. Und ich glaube, das Konzert beschreibt die ganze Hornwelt. Also alles, was man muss können, ist drin. Es ist laut, leislich, schnell, langsam. Es sind Katilene, es braucht einen schönen Klang, es braucht schöne Bindungen. Und darum ist das eins der wichtigen Werke. Wunderbar. Dann nochmal zum Abschluss, Ivan, etwas zum Orchester. Das Akademische Orchester setzt sich zusammen aus wem? Setzt sich zusammen mit sehr gute und sehr motivierte Laien und Berufsmusiker aus der Region. Und es gibt schon ganz, ganz viele Jahre, fast 120 Jahre, falls ich mich nicht irre. Also, das kann ich mich nicht erinnern an die Anfänge, aber ich hoffe, wir schaffen noch ein paar Jahre zusammen und ja, machen nach wie vor so flotte, schöne, überraschende Programme. Gut, dann probiere ich das auch mal. Achtung, Orchester. Also, wir laden alle ein auf.